Ja, hallo, liebe MS Standard und liebe Mitkontrahenten. Du hast ja den Power Glove geworfen und ich nehme deine Herausforderung in Total Tiny Arcade an. Und wir schauen mal, ob ich schaffe, deine Highscore zu schlagen. Beziehungsweise, ich habe heute Morgen mal zwei Testspiele gemacht, um mit der Steuerung vertraut zu werden, um zu gucken, wie weit ich so komme und wie das überhaupt so klappt. Und im zweiten Anlauf, da habe ich eigentlich deine Highscore schon geknackt. Aber ich würde sagen, es zählt die Punktzahl, die ich jetzt hier in diesem Video erzielen werde. Und die Optionen habe ich genauso eingestellt, wie du jetzt bei dir hattest. Und ich starte mal. Was ich mir bei meiner Kiste jetzt hier aber beim besten Willen nicht erklären kann, ist, dass das Game total langsam läuft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe jetzt wirklich schon alle möglichen Einstellungen vorgenommen. OpenGL, Direkt 3D, hast du nicht gesehen. Fenstermodus, Nicht-Fenstermodus, verschiedene Kompatibilitätsmodi. Ich habe wirklich alles durchprobiert. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das hier Windows 64-Bit, Windows 7 ist. Ich weiß es echt nicht. Ob es auf einem 32-Bit System besser laufen würde, ich habe keine Ahnung. Also lebe ich jetzt einfach mal damit, mit der Tatsache, dass das so ist. Und zockt das dann halt bei mir im Zeitlupenmodus. Ich hoffe, das ist für dich trotzdem okay. Oh, wie gesagt, ich kann mir das echt nicht erklären. Ab in die Hütte. Vor allem zwischendurch ist es dann mal flott. Und dann wird es wieder so langsam. Naja. Wie dem auch sei. Dann ebenso. Man hat nur das Gefühl, man kommt überhaupt nicht vorwärts. Es ist so quälend. So, und in deinem Video habe ich gesehen, wenn man es schafft, an diese Energiezelle oder was das da sein soll zu kommen, dann gibt es nochmal extra Punkte. Und hier geht es ja um Punkte, also gucke ich mal, ob ich das Ding da kriege. Hoffentlich haut mir das nicht nach einer bestimmten Zeit ab. Ja. Okay. Und man sollte irgendwie nichts hier berühren, weil das kostet dann irgendwie 5 Sekunden Zeit oder so, ne? Ja. Einer ist da hinten noch. Ein gezielter Schuss, jawohl. Nun denn. Yeah. Asteroids, Pizzaroids im Zen-Mode. Kann man sagen hier. Na. Fantastisch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich dadurch hier irgendwie einen Vorteil habe, weil es bei mir so gebremst läuft. Keine Ahnung. Ich hoffe, das friert mir nicht hier irgendwie mal noch ein. Oh. Oh.
Was passiert hier? Hilfe! Wahrscheinlich knall ich gleich noch in diesen komischen Turm oder was? Nein! Super! Ich verkacke in Zeitlupe, das brauche ich. Ja! Was ist das, eine Cola-Becher? Nein, das sah in der Pepsi aus. Auch noch Level 3. Oh, das böse Virus hat sich in die Pizzaschachtel geschlichen. Nee. Nee. Boah, das ist ja quälend. Hilfe. Ich würde mir ja wünschen, das läuft in dem Tempo, in dem du es vorgezockt hast. So ist es doch irgendwie anstrengend. Weil ich das Gefühl habe, die Steuerung reagiert mal irgendwie so gut wie gar nicht. Das ist extrem träge hier. Und das gehört ja nicht so. Radar gibt's hier nicht, ne? Ich glaube, ich fliege in die falsche Richtung. Oh. No, das gibt's ja nicht. Oh, Quäl. Oh Gott sei Dank, das war nur eine Runde. Was haben wir hier? Ach so. Gyrus lässt grüßen. Gyrus in Zeitlupe. Okay. Oh. Durchquäl. Ja, das ist schade. Ich habe zwar gesehen auf der Internetseite bei der Tastaturbelegung, man könnte noch den Scanline-Modus ausschalten. Vielleicht wird das ja das Ganze beschleunigen. Aber wenn ich die Tastenkombination hier ausprobiere, das funktioniert leider nicht. Oder ich bin da irgendwie zu ungeschickt. High Climber. Woran erinnert mich das? Spike's Peak oder so, ne? Ja, da geht's ja schon richtig zur Sache. Da musste man ja erst so einen Zickzack-Trail hochlaufen, auf dem zwischendurch Bären von Höhle zu Höhle rennen oder wo man sich hinter einen Felsen ducken muss, wenn ein Vogel kommt. Das war dieses Double-Ender-Modul fürs Atari 2600 und im anderen Ende steckte, wie hieß das, Haunted House? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo man in so ein Schloss reinkommen muss und da irgendwie seine Freundin befreien, die von Dracula gefangen gehalten wurde. Genau weiß ich es jetzt nimmer. Es war noch ein ganz interessantes Modul auf jeden Fall. Und es war bockschwer. Aber ich habe es geschafft, bis auf den Gipfel zu kommen, damals. Jetzt neulich hat Pola Ventris da noch ein Video zu gemacht. Wirklich lustig. Solltet ihr euch anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Er hat auch einen ganz guten Kanal. Gucke ich mir auch gerne an. Oh oh, das wird nicht gut enden. Scheiße! Ich verkacke sogar in Zeitlupe, wie geil! Oh ne, oh ne, oh ne, oh! Wehe, da kommt jetzt noch einer und scheiß mir am Kopf.
Level complete. Ah, ich muss jetzt noch ein drittes Level durchstehen. Ja, irgendwie läuft das ganze Game gebremst. Die Sekunden in der Zeitanzeige sehe ich gerade. Da geht eine Sekunde auch länger als eine Sekunde. Das heißt, im Verhältnis gleicht sich das wahrscheinlich wieder aus. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ich glaube, da gehe ich lieber wieder ein Stück zurück. Oh, was ist das? Eine Ziege auf Schlittschuhen. An diesen grauen Dingern kommt man ja nicht vorbei. Da muss man ja drum rumklettern. Oh. Ich glaube, das wird dreimal mehr Spaß machen. Ich finde es so schon sehr spaßig, aber wenn die Geschwindigkeit wirklich auf normal wäre. Game cleared. Yes. Oh nein. Und das ist wirklich meine Hassdisziplin. Und ausgerechnet da muss ich gegen dieses ätzende Virus antreten. Nämlich hier gelingt es mir eigentlich so gut wie nie, den Ball mal vernünftig diesem Kerl da hinten zuzupassen. Sag ich doch. Das ist zum Kotzen. Das mag ich gar nicht. Jark! Jetzt fang das Ei, Blödmann. Vielleicht ja so nicht. So. Komm. Oh my goodness. Ah! Ja. Shit. Komm zurück. Ja. Hau ab, Sherry. Oh, das wird nix. Oh, hab ich doch gesagt. Vielleicht hier? Komm schon! Lahmes Teil. Jetzt! Salary. Oh ja, extra Points. Wird mir sicher nicht gelingen. Das ist wie mit allen verfluchten Sachen, die... Immer wenn es um... ja, genau. Ob das nun meine Pinball-Games sind? Ja, was war das denn? Das war ja mal ein millimetergenauer Pass. Hätte ich mir gar nicht zugetraut. Oh, nee. Oh je. Ey, ich fasse es ja nicht. Hab ich jetzt mal mehr Glück als Verstand gehabt. Och, Mann, oh Mann. Das geht doch nie gut. Aber ich finde das lustig, den Virus so als Cheerleader hier. Nee. Ich frage mich ja, ob es bei euch auch so komisch läuft. Yeses. Tja, welchen? Oh, nee. Oh, träges Geschiss. Zuff. Einmal direkt ins Maul. Kommt da auch noch mal was?
mit Vorhalten. Ja! Und der steigt hoch. Könnte klappen. Der kommt mir auch gelegen, oder? Eine Frage des Timings. Yes! Oh, perfect game. Oh, ich bin fertig mit dem. Air Supply. Pakete zuliefern. UPS. Jawohl, der hat sein Päckchen von Amazon. Zalando. Wen gibt's hier noch? eBay. Oh, scheiße, verkackt. Na. Gerade noch die Kufen ums Eck gekriegt. Hey, Smiley-Beleuchtung. Und dann haben wir da noch. Ah, geschafft. Oh, Level 2. What? Oh nein. Oh. Ja, toll. Direkt in die Hausecke, der Sack. Ach so. Ja, gut. Okay. Fang! Hm? Boah. Ich habe das Gefühl, ich breche mir hier bald den Stick ab. Der reagiert ja irgendwie wie Wurst. Bevor ich mit dem UFO kollidieren konnte. Lecko funny. Ich schwitz Blut und Wasser. X3? Was soll das bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Dreifache Langsamkeit. Oh ne, die Fahne ist mir zu weit weg. Da komme ich doch never dran, oder? Oder? Komm, Kollisionsabfrage, sei großzügig. Sehr großzügig, vielen Dank. Oh. Dann passiert lange Zeit nichts. Tada. Bremsen. Wobei, er bremst ja schon die ganze Zeit. Ich fahre mit angezogener Handbremse. Das ist schade. Ich hätte gerne Normalgeschwindigkeit. Aber die kriege ich nicht in dem Game. Die Supportseite hilft leider auch nicht weiter, weil das Game wohl nicht weiterentwickelt wird, leider. Also muss ich damit leben. Oh. Oh, tief fliegendes Eis. Ja, das lasse ich mal passieren. Das kommt mir ja gerade recht. Und sonst so? Ha! Als hätte ich es geahnt, dass da eine kommt. Ich sehe mich schon in der Tanne. Oh, doch nicht? Eieiei. Ich habe keine Ahnung, ob das hier gerade gut oder schlecht ist vom Punktestand. Ob ich damit einen Hauch einer Chance habe. Ich weiß nicht. Spaß macht's auf jeden Fall. Und ich finde
die Idee mit der Challenge... Ach, das Eis kann man einsammeln. Fatt. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Ich dachte, ich muss hier allem ausweichen. Na schön. Die Idee mit der Challenge finde ich gelungen. Also von mir aus können wir da öfter mal was machen. Ich bin dabei. Triple Perfect. Wow. Für sowas bin ich zu haben. So, was haben wir hier? Boah. Ich hoffe nur, dass dann bei den nächsten Challenges whatsoever da kommen mag, ich flüssig spielen kann. Das ist ja wirklich... Oh. Ja. Ich habe das Gefühl, das könnte wirklich noch viel geiler sein. Weil ich meine, diese ganze Geschichte hier finde ich schon Hammer. So mit diesen ganzen Games, die man schön der Reihe nach spielen kann. Wo ich dann einfach mir sag, jo, das könntest du eigentlich auch im Original mal wieder zocken. Ja, das wäre doch mal was. Wir können ja mal nach und nach eine Challenge der einzelnen Disziplinen machen, also die einzelnen Games, je nach System. Wäre sicher noch lustig. Ach, scheiße. Nein! Hau ab! Ich will die Punkte da oben. Oh ne. Bis ich da bin, ist das vorbei. Lass mich Schweine haben. Ah, verdammt! Das war ja wieder ganz typisch. Ah, wollte ich da gerade reinbeißen, da verwandelt er sich zurück. Das... Oh. Ja, selbst in Zeitlupe komme ich hier in Schweißausbrüche bald. Das gibt's ja nicht. Oh, da habe ich jetzt auch wirklich auch spekuliert, dass er da abbiegt. Lass mich da dran. Okay. Sind beide dämlich, okay. Dann komme ich da ja jetzt bei. Diesmal hebe ich mir das auf, bis einer von den Gesellen in meiner Nähe ist. Wobei, das könnte jetzt ein Eigentor werden. Ah. Dann gehen wir mal hier hinterher. Ich hoffe, du machst... Ah, wieso kommst du zurück? Wer hat dich denn gefragt? Nein! Oh nein! Bitte! Scheiße! Ah, konnte nicht einer von denen rechts abbiegen? Verdammt! Ja, jetzt bringt mir der Koffer da unten auch nichts. Oh. Aber ich glaube, ich bin noch ganz gut in der Zeit. Noch 5 Minuten. Ja, wie gesagt, das mit den Sekunden hier und der Langsamkeit, das relativiert sich, ne? Es ist nur so endlos träge. Oh, Level complete. Oh, oh, was ist das? Kann ich hier fressen, wie ich will? Nein, die Wände sind unsichtbar. What the f... Die haben eine Taschenlampe und ich nicht. Na super. Ich weiß nicht, wo ich so überall längs kann, weil ich sehe es nicht. Hm. Das ist eine Sackgasse offensichtlich. Ich komme da nicht rum. Okay. Ich hoffe, ich komme da irgendwie hoch. Ja.
Ich sehe ja nix. Ich kenne dieses Level nicht. So weit musste ich bei den beiden Testgames nicht zocken. Da komme ich nicht runter, aber ich hoffe, ich komme da so irgendwie bei. Okay, schaffe ich den? Ja! Okay, dann geht's da rein. 28.800 Bonuspunkte. Kann das sein, dass das eine ganz enge Kiste wird? Oh Mann. Und ich hab, ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, so wie es dann kurzfristig da unten mal läuft, so läuft es wahrscheinlich im Normal. Aber aus irgendeinem Grund nicht bei mir. Ein Sockenschuss-Level, kann man sagen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier auf Zeit geht oder ob man... Ich glaube, das geht hier nicht auf Zeit. Oh! Puh! Da muss ich jetzt doch mal einen Moment die Luft anhalten. Ja, also... Skirennen als Staubsauger im Weltall. Lass deine Finger da weg. 2. Noch 3. Komm. Ich will das da noch haben. Scheiße, dann eben nicht. Was ist da mit der Hake? Ich weiß nicht, ob ich die einsammeln darf. Ich will's jetzt mal nicht riskieren. Ich weiß es nicht. Obwohl, wenn das Vergleich... Boah, scheiße, ein Leben weg. Vergleichbar ist mit dem Eis vorhin, dann hätte ich es einsammeln können. Oh, ihr kommt aber auch weit und bald keine Staubfussel mehr. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Oh, fuck! Jetzt komm doch! Ja! Ja, auch hier. Oh, Zeitlupe. Mann, oh Mann. Quälend. Ach, ey. Ich habe das Gefühl, er reagiert überhaupt nichts. Fuck. Ich glaube, dadurch verlängert sich auch ordentlich die Dauer meines Videos. Ich weiß nicht, was das normalerweise gehen würde. Ja, 12 Minuten und dann hier, ne? Kommt mir hier wie doppelt so lange jetzt schon vor. Oh, muss ich nur noch 2 von den Dingern da treffen? Please. Game cleared. War's das? Ey, ich glaube, ich bin durch. Oh, you win. Live-Bonus 1000. Victory 5000. Na?
Joystick Johnny hat's geschafft. Please stay and join my band of evil aliens. Totally red, yes. Da bin ich, am Keyboard. And the final result for this challenge is 6 Bonuses, Final Score 68.125. Junge, Junge. Okay. Ja, was sagst du dazu? Ich bin mal gespannt, was die anderen schaffen. Aber ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ja, ich sag tschüss, bis demnächst. Euer Tomaniac. Und nochmal ganz kurz, dass man es auch sieht. Ich habe es wirklich jetzt insgesamt nur 3-mal gezockt. Und ja, das war nicht mal mein bestes Ergebnis. Im zweiten Versuch war ich besser. Aber gut, da sieht man es. 3-mal gespielt und für die Challenge könnte es gereicht haben. Also jetzt aber, ciao!